Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, und was seht ihr hier? Ihr seht hier ganz einfach eine wunderhübsche Amaryllis, die ich aus der Erde nahm und auch schon, na, ich glaube, eine Woche, anderthalb Wochen einfach so liegend bei mir auf der Fensterbank liegen hatte. Somit konnten diese einfach schräg wachsen und ich finde, das macht richtig was her. Also die Amaryllis alleine ist schon wirklich ein Highlight. Aber ein weiteres Highlight ist tatsächlich dieses Fundstück. Ich gebe zu, ich habe es nicht jetzt vor kurzem gefunden. Es ist auch ziemlich feucht draußen. Ich fand dieses, ja, ich glaube Anfang Herbst. Und dann habe ich mir das eine ganze Weile hingelegt, um es wirklich gut durchtrocknen zu lassen. Erst eine Weile draußen, auf das jegliches Kriechgekrabbel etwas entfleuchen kann und auch noch eine ganze Weile drin. Ich mag es, ich mag auch diesen. Ja, diesen Ton, der ist richtig, richtig klasse. Also möchte ich dieses nutzen für meine heutige Deko. Ihr könnt natürlich einen ganz herkömmlichen Platzteller nutzen. Ganz was ihr da habt, schaut ja einfach. So, ich widme mich wieder meiner Amaryllis und möchte, wobei es toll aussieht, wenn man die so reinlegt, aber nicht einfach nur so belassen. Ich möchte eine kleine Lichtquelle in meiner Küche schaffen und für dieses möchte ich heute meine Amaryllis einmal im Moos betten. So, das ist, glaube ich, glatt auch ein bisschen viel. Dann kann ich noch was abnehmen und für etwas anderes nutzen. So, richtig herrlich. So, und nun nehme ich den Draht. Ich habe mir ja, so schwarzen Draht ausgesucht. Ihr könnt auch Silber benutzen, ganz was ihr da habt. Schaut ihr einfach. So schaut das Ganze einmal aus. Ich finde, das sieht jetzt schon richtig, richtig klasse aus. Was die Amaryllis aber auch mag, kleiner Moment, wenn sie vorher noch mal gut gewässert wird. Also ich habe sie vorher jetzt noch mal richtig gut mit Wasser benässt, sodass sie sich noch mal vollsaugen konnte. Und was das Moos auch mag, zwischendurch ja, einfach mal nehmen, ein bisschen ansprühen, gerade wenn es in der Stube nachher doch wärmer wird. Wollen wir ja nicht, dass das Moos an Farbe verliert. So, nun habe ich ja eingangs gesagt, ich möchte sehr gerne, dass es auch ein bisschen beleuchtet ist. Und da habe ich mir hier eine kleine Lichterkette geschnappt. Ich weiß gar nicht, eine 20er könnte das sein. Und auch die wickele ich ganz charmant, luftig und locker einmal umzu. Gleich das Ende. Na, so. Dann kann ich sie auch gleich mal anmachen. Und das Batteriefach, ja, ein bisschen charmant verpackt, würde ich mal sagen. Einfach im Packpapier. So schaut das Ganze aus. Mir gefällt es schon richtig, richtig gut. So, und jetzt lege ich es einmal noch so beiseite. Und nehme mir mein Holz, packe mir ein bisschen Tanne hinein. Ich habe überlegt, ob ich, ja, ich glaube, ich bleibe auch dabei. Ich habe mir ein recht großes Stück Tanne ausgesucht, welches rechts ein bisschen oder welches links ein bisschen rausragt. Und für die andere Seite habe ich mir hier ein Stück Sicheltanne ausgesucht. Ich das Ende mal entfernen. Ihr habt jetzt nicht gesehen, dass ich das mit einem Seitenschneider gemacht habe. Nein, ihr nutzt natürlich eine Gartenschere. Habe ich jetzt irgendwo, nur nicht hier. Und dann kann ich auch hergehen und platziere schon einmal meinen Leuchtball. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache mit dem Batteriefach. Aber dadurch, dass es so richtig schön süß verpackt ist, dieses Batteriefach, stört es mich auch nicht, wenn es jetzt hier so offen
drinnen liegt. Sieht aus wie ein kleines verpacktes Geschenk, also von daher kann man das auch gut so anbeilegen. So schaut das Ganze schon einmal ganz nett aus. Musste es jetzt ein bisschen nach oben verlagern. Werde jetzt hier ein Stück Tanne noch entfernen. Auch jetzt seht ihr nicht, dass ich einen Seitenschneider benutzt habe. Genau. So. Und jetzt habe ich hier einfach noch ein paar. So, jetzt wird es mir aber unangenehm. Jetzt hole ich mal meine Gartenschere raus. Da ist sie. Zack. Und jetzt habe ich hier noch eigentlich so einen süßen Mosi, den ich auch gerne noch hier mit einbringen möchte. Und jetzt schaue ich, so ein bisschen fängt das Holz hier an zu wippen und das möchte ich nicht. Ich möchte sehr gerne, dass es nicht wippt. Und ich glaube, es liegt daran, ich drehe das Ganze mal um, dass die Seite höher ist und es daher immer in diese Richtung wippt. Und jetzt drehe ich das Ganze ganz einfach einmal um. So. Ich kann mir vorstellen, dass es dann einen viel besseren Halt hat. Ich versuche das jetzt ganz einfach alles nochmal. Das ist halt Natur, ne? Das ist halt, muss man halt schauen, aber ich merke schon, es hat einen viel sicheren Stand. So gefällt es mir. Licht kommt auch wieder an. Die Timer-Funktion. Genau. Jetzt nehme ich wieder meinen Mosi. Und vielleicht gefällt es mir so auch tatsächlich viel, viel besser. Schiebe alles aber noch einmal ein bisschen rüber. So. Einmal mein Mosi. Ihr seht, also es ist nicht, ich packe drauf, alles sitzt, passt, wackelt, sondern man muss halt attrapieren, man muss halt schauen. Aber es ist okay. So, hier jetzt mein Geschenk. Der kann weg. Ich finde das so schon richtig, richtig heftig knallermäßig toll. Jetzt kann man hier noch ganz einfach ein paar Fundstücke mit einfließen lassen. Ich habe hier noch ein paar mitbringen und ich finde diese Zapfen, diese sind ja wirklich der Burner, wenn da keine Hagebutte dran klebt. Ich finde die so toll, weil da auch schon solch schöne Färbung mit bei ist. Dann habe ich hier noch einen kleinen Zapfenstrang. Auch den kann man ganz charmant. Ja, und da schaut ihr einfach. Guckt einfach in eure kleine Mitbringsel, Bastel, Grabbelkiste. Also ich habe eine Mitbringsel, Bastel, Grabbelkiste. Und da landen solche Sachen drin, getrocknete Dinge, die man draußen so findet, die man einfach mal mitbringt oder Dinge, die man draußen trocknen lässt. Auch diese Zapfen, ich bin wirklich ein Fan von Zapfen. So, jetzt habe ich hier aber noch ein bisschen von diesem Silberdraht. Und das mag ich total gerne, einfach dieses graue, kalte. Und auch hier werde ich noch ein bisschen drunter geben. Und ich muss sagen, mir gefällt es. Also es ist tatsächlich wirklich so geworden, wie ich es mir in meiner Vorstellung auch, ich sag mal, ausgemalt hatte. Wie ich es mir vorgestellt hatte. Einfach viel Natur, viel Mitbringsel, gar nicht unbedingt. Gar nicht unbedingt viel Gekauftes. Gekauft ist die Amaryllis, gekauft ist die Lichterkette, gekauft ist das Moos. Na klar, hier und da ein bisschen Tanne, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, aus Nachbarsgarten oder wie auch immer ein bisschen Tanne zu bekommen. So. Dann ist das ja
schon Gold wert. Ich bin fertig und ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Einfach Natur pur, wie ich es mag. Ja, ich hoffe, ich bin so richtig super im Bild. Wenn ich es nicht war, bin ich es jetzt. Und ich hoffe auch, die Beleuchtung reicht. Es ist wirklich noch etwas früh am Morgen. Ich mache mal eben die große Küchenbeleuchtung an. Ich mag sie. So, da seid ihr. Ich mag sie immer nicht so gern, weil ich dann immer hier so einen Schatten werfe. Aber nur noch, ich finde, jetzt könnt ihr das ganz einfach sehen. Aber es war einfach auch eine kuschelige Runde, eine kuschelige kleine Stunde. Wobei eine Stunde haben wir nicht gebraucht. Es war fix gemacht. Habt ihr jetzt nicht so ein tolles Fundstück wie dieses Stück Rinde, könnt ihr das Ganze auch auf einem super, super schönen Platzteller anrichten. Ganz viel Spaß beim Rausgehen, beim Suchen eurer Fundstücke, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald ganz einfach wiedersehen. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.